Das war's. Ja, so sieht's aus. Ja, also ich muss mein ein bisschen aufstocken. Sieht scheiße sowas aus, so rumzulaufen. So unauffällig wie möglich. Das muss ich wegwerfen, das muss ich auch wegwerfen. Dann muss ich mir da einfach. Blöde Marke, die hat da geparkt. Geh weg da. Nein, so. So. Also ich habe hier meinen kleinen Vorrat. Immer schön abgedeckt, damit die kein Staub reinkommt. Habe ich ja schon mal erklärt, das hier ist mit Kassetten hochgestapelt, ne? Also mit Karton festgemacht. Sozusagen ein Regal habe ich mir gemacht. Genau, perfekt für meine Größe. Und das hier ist ein Deckel, das wissen wir ja schon. Und hier habe ich mein Lineal mit so kleinen Fläschchen festgeklebt. So kann ich es immer schön rausnehmen, immer griffbereit. Und das hier ist von so einem Karton, von so einem Deckel. Hier diesen Deckel habe ich kleiner gemacht. Das ist der gleiche Deckel wie das hier, nur habe ich ihn kleiner gemacht. Aber jetzt werde ich hier Papier drauf kleben, weil das sieht nicht schön aus mit Blut und so weiter. Und dann nicht so, sondern so kann ich ihn dann so, weil der ist ja hier im Rahmen drin. Dann kann ich hier drauf arbeiten und wenn etwas blutig kommt, dann kann ich es dann wegwischen. Genau. Das Zeug nehme ich dann mit. Kompressenpapier. Das kann man dann auch hier drauf tun. Und hier habe ich zum Abwischen, wenn ich hier dann das hier ist das Fläschchen, wo ich die Eier reintue mit Gewebe. Mit Alkohol ist da drin. Naja, weil ich tue es einfach da rein, weil wo soll ich denn sonst das Zeug hin tun? Ne? Ich würde zwar niemanden finden, der sich das haben möchte oder Labore. Ne? Die haben ja keinen Bock mitzuhelfen weiterhin. So, das ist mit Alkohol hier, so Korken. Diese Gläschen sind ganz cool. Ne? Das habe ich beim Teddy gekauft. 3 Stück für 1 Euro. Das kann auch sein, dass Glitter da drin ist. Den brauche ich aber nicht. Ne? Und das hier ist auch ein Fläschchen im Fläschchen. So passt das schön rein und da hat sich auch ein bisschen gesammelt. Da ist auch Alkohol drin. Und die benutze ich halt für meine Pinzetten zum Reintauchen. Also nachdem ich das hier reingetan habe. Das ist für Alkohol, wird nicht kontaminiert sein. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Ist Alkohol drin, ist dasselbe. Profilalkohol 70%iger. Und dann tauche ich die Pinzette hier rein und dann mit der Kompresse hier wische ich das dann ab. Und das hier ist halt, dass es nicht so sehr, sehr lüftet, nehme ich hier dieses Gefäß, das einfach drüber. Und das hier ist meine Taschenlampe. Cool, ne? Ja, und diese Lampe habe ich auch da rein gemacht. Cool, ne? So. Damit sie nicht so blendet. So ein bisschen zeige ich das halt, auch wenn manche das langweilig finden, aber ich finde es nicht langweilig. Und das ist halt hier unten, das ist eine große Lebkuchendose und hier sind andere Sachen drin, die ich drin habe. Das ist halt nur, dass es für mich schön hoch genug ist zu arbeiten. Ne? So sieht es dann aus. In dieser Höhe hier, da kann ich richtig gut arbeiten. Und hier drüben ist halt mein Vorgänger. Das ist nur Karton hier. Sieht aber richtig stabil aus. Und da drin sind andere Sachen drin. Und ja, das ist das Profil, wo ich als Alkohol drin habe für das Gewebe. 70%iger. Nehmen wir so Plastikdinger hier. Zum Aufbewahren hat mein eigenes Labor hier gemacht mit Gläsern. Auch solche Testtubes, ne, ganz praktisch. Und das ist halt nur der Vorgänger, also 5-fach Vergrößerung. Schaue ich mir schnell an.
Ja, und hier habe ich das auch so das reingeklebt. Das hier ist so eine Art Reiki, wie heißt das, Kerze, die ich selbst gebastelt habe. Also die Kerze war schon fertig. Das sind die Symbole. Das ist ganz toll. Und hier ist halt, das habe ich auch da drauf geklebt. Ist zwar nicht mehr steril, aber im Notfall kann ich halt schnell benutzen. Also ich brauche jetzt halt diese Kompressen, die nehme ich jetzt halt und transferiere sie rüber zu meinem ins Wohnzimmer. Dann tue ich sie dort auch in so ein Gefäß rein, weil bis ich die neuen Kompressen wieder bekommen habe, dann kann ich sie dann wieder neue hier rein tun. Ne? So ist halt auf die Schnelle und das ist halt so gemacht, dass man das schön auch schließen kann. Okay. So wie das da hier. Ja, das ist halt die Gefäße für andere Sachen und Nadeln und so. Das hat sich halt dann alles so erübrigt, ne? Wie man das halt sagt, was man halt gerade braucht, wie man es braucht und dann hat man auch entsprechendes aufgebaut, sein Labor, ne? So, jetzt gehe ich mal das rüberpflanzen und dann sehen wir mal weiter. Okay. Ablegen hier. So, ein bisschen Heer machen. Genau, dann bis später irgendwann mal wieder, ne? Ciao.